Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Keller, neues Weekend League Belohnungsrundchen. Ja, meine Freunde, neue Woche, neues Glück. Auch heute holen wir uns wieder unsere Player Picks ab. Team of the Week sieht ganz nice aus, muss ich sagen. Einige gute Spieler bei. Nainggolan wäre Liebe. Weekend League am letzten Wochenende war alles andere als Liebe. Kommen wir aber wie immer gleich zu. Würde mich hier selber eine positive Bewertung freuen, natürlich selbstverständlich. Später streamen wir wieder, ich denke um 13.30 Uhr, um den Dreh, dass ihr das im Hinterkopf habt. Auf Twitch natürlich wieder, heute startet Food Birthday. Hoffnungen sind da für geile Karten, ja, ich will geile Karten sehen. Ladies, da kann ja nicht so schwer sein, oder? Könnt auch selbst gerne in die Kommentare reinballern, welche Karten ihr euch wünscht. Ich wünsche mir eigentlich endlich mal eine Pogba-Special-Karte. Hoffe, dass wir die langsam mal sehen. Da ist ja verletzt, aber ist ja aktuell eh egal. Ist kein Fußball da, also gib dir mal eine Karte, weil den hat man ja gerne gespielt immer. Und irgendwie aktuell kannst du nur die Goldkarte von dem spielen. Oder die Champions League-Karte, das kannst du auch vergessen. Wir starten rein mit den beiden Division Rivals Packs hier. Ob das hier was Gutes ist, weiß ich nicht. Ich bin ja immer noch in Division 7 wegen United. Und danach zeige ich euch unsere mittleren Icon Packs. Wir haben ja drei Stück gemacht übers Wochenende. Für die, die das nicht mitbekommen haben, kriegt er die hier natürlich auch serviert. Ja, dafür sind diese Videos ja da. Gehen wir rein, starten wir rein. Auf knackig. Ah ja. Ah ja. Egal. Egal. Walkout zum Start, dass ich da nochmal leben darf. Schön, schöner Start, sehr gut. Verein ist so leer gepustet, ne? Ich habe nichts mehr im Verein. Das ist gut für SPC, Pjanic. Ne? Go. War schon gut. War schon gut. Ja, hier ist jetzt nichts drin, ist egal. Wir haben ja einen Walkout mitgenommen, von daher war das in Ordnung. Machen wir einen Haken hinter. Bevor wir die Mopeds jetzt hier abholen, viel Spaß mit den drei Icon Packs. Roulette! Kühlmann, ey. Kühlmann. Kühlmann. Digga. Er ist halt spielbar irgendwo, ne? Spielbar ist er schon. Hätte schlechter treffen können. Spielbar ist er. Ja, ich fand den auch nicht schlecht. Aber ist keine Vollniete. Geil ist er auch nicht. Ja, sind wir ehrlich. Ist okay, ja. Müll ist er nicht. Also Müll, die Meinung teile ich nicht mit euch. Ist okay. Man wünscht sich aus den Packs gefühlt immer einen Offensivspieler. Ja? Das ist ja ganz normal. Die bessere Holländer, klar. Hullet wäre Ehre gewesen. Hullet wäre, oh, Hullet wäre frech, ne? Hullet wäre anders frech. Heißt okay. Junge. Irgendeine spielbare Karte, irgendwas Vernünftiges, irgendwas lustig. Nee, lustig nicht. Lustig ist schwierig. Was Gescheites einfach, was? Komm. Okay, ja, ist okay. Würde ich ein drittes machen auch, oder? Würde ich auch ein drittes machen, oder? Ja, wenn du... Das Problem ist einfach, wenn du die Nation schon siehst, kannst du schon abhaken. Ja, Digga! Ja! Geil! Peter Löwenkranz! Peter Löwenkranz, geil! Ist offensiv, mehr wollte ich nicht. Habe ich mir gewünscht, einen Offensiven. Peter Löwenkranz, geil! Dürfte auch nicht vergessen, ne? Der hat einen gelben Link zu Opara, ne? Kann auch nicht jeder von sich behaupten, der hat einen gelben Link zu Opara. Ja, wie fandet ihr die Icon Packs so von 1 bis 10? Könnt ihr mal sehr gerne in die Kommentare reinschreiben. Ballert mal in die Kommentare auch rein, wenn ihr einen von den Packs gemacht habt, wen habt ihr drin gehabt, was war euer bester Pool, wenn ihr mehrere gemacht habt. Das war eher durchwachsen. Kürmann kannst du zocken, die anderen beiden flitzpiepen. Ja, kannst halt nicht gebrauchen. Also die kannst halt gefühlt nicht mal in eine Aufnahme stellen. Aber naja, so, Team of the Week sieht nicht schlecht aus. Also, ich habe im Stream gesagt, ich sehe mich bei Rainer, Cher und Debussy, oder wen hatten wir? Oder hier den Dragowski, glaube ich eher so, dass wir die bekommen werden. Nainggolan wäre für mich der Jackpot von allen Karten. Nainggo ist einfach Liebe, der Kerl. Aber auch ansonsten eventuell ein von diesen sechs hier, würde ich nicht nein sagen. Maybe noch ein Koulibaly. Aber ich gehe da jetzt ohne Anforderungen rein. Rein in die Olga. Ja, Weekend League lief sehr gut. Ich weiß nicht, wie viele Disconnects wir hatten an den Wochenenden. Ich kriege normalerweise nie Disconnects. Ja,
3-2 geführt, Disconnect, ole ole. Also das war sehr, sehr zäh. Verbindung war bei mir auch an diesem Wochenende absolute Katastrophe. Hinzu kommt, dass ich dann auch nicht wirklich gut gespielt habe noch an dem Wochenende. Da irgendwie dieses Wochenende war wirklich die Pest an den Füße. Komplett die Pest an den Füße. Wir standen auch richtig schlecht. Ich weiß nicht, 14-7 oder was hinterher. Katastrophal. Absolut katastrophal, muss ich auch wirklich sagen. Dann natürlich wie immer abgebrochen bei Gold 3, selbstverständlich. Low rausgehen aus der WL und high in die Rewards. Rainer, schon mal Pull Nummer 1. Ja, schon mal der Call Nummer 1 am Start. Meister Propper, komm ran. Dass der immer noch spielt, ne? Ich dachte, Bayern wäre seine letzte Station gefühlt. Der zockt einfach immer noch, dieser Mensch, ne? 82er Baujahr. Beim Torwart halt nicht so schlimm, ne? Aber gut. Komm, mach mal was. Komm, ich weiß ja, du willst es doch. Jetzt nicht Debussy oder Scher. Ansonsten wäre ich wieder Callkönig. Debussy, ja. Ey, der Callkönig hat wieder zugeschlagen hier. Funes Mori, ja, das juckt eh nicht. Ihr geht eh in so eine 86 Plus rein. Ich guck mal, ob ich eine 86 Plus machen kann. Check ich mal ganz kurz ab. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Wahrscheinlich bin ich mir da gerade nicht sicher, ob wir eine machen können. Wir haben hier ein paar Dinger. Ich stelle mal kurz um und dann gucken wir mal. Können auf jeden Fall eine machen. So, ich habe das jetzt mal aufgestellt. Die kann ich hier alle abgeben. Ja, also hier dieser Moreno, der hat halt 87er Rating, aber das ist halt auch so absolut kein Flügelspieler. In die Mitte ziehen ist auch schwierig. Lingard, so, weiß ich nicht, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Der Rainer, den kann ich auch wieder reinklatschen. Ja, also da würde ich eher die hier behalten. Erstmal. Sag mal, der beste Pull, den wir hatten, war Lewandowski. Lukaku, Telisch. Telisch, Lewandowski sind ja spielbar. Lukaku ist schwierig. Die beiden gehen auch fit. Alleine, weil die einen Strongling schon haben, ist das ganz nice. Ja, Player, die muss jetzt auch nicht rein. Gut, Wekos auch nicht. Deodofeo kannst du auch zocken. Und Embolo in Rot ist halt auch Ehre irgendwo. Wir schicken das so ab. Marc Uth muss jetzt leider dran glauben hier. Tut mir auch leid. Ja. Tschüss. Haben wir ja doch einige Packs hier geschissen gekriegt. So 86 plus. Also ich vermute mal, da wird jetzt so ein Rufier rauskommen oder sowas. Ne? Wie seht ihr das? Ich tippe auf den Torwart. Lohnen wird sich das am Ende sowieso wieder nicht. Aber irgendwas Spielbares. Hau mal rein jetzt. Schakalaka. Pereira, Bruder? Thiago, ich habe bei Benji gesehen, der war nicht so überzeugt. Den kannst du halt vergessen. Aber ein Pereira, du, glaube ich, den nehme ich mit. Ich nehme hier einen Pereira mit. Auch wenn Thiago das bessere Rating hat. Aber damit bin ich zufrieden, wirklich. Doch. Den nehme ich mit. Bin ich zufrieden mit, wirklich. Guter Mann. Dieses Jahr auch noch gar nicht gezockt. Schreibt mal rein, wer zockt den? Ist der gut? Kann der was? Ja, der sieht stabil aus. Bin ich zufrieden. So, jetzt haben wir hier noch 3 Packs. Mal gucken, vielleicht geht hier noch was. Mega-Pack ist immer 50-50 wieder, ne? Wir haben auch schon ordentlich geschallert bei uns. Das Pack hier hat noch nie geballert. Dann weiß ich. Das ist immer schlecht. Dann auch mal hier vielleicht so eine Nein-Go. Tote Karte. Da sind wir. Modric. Macht doch lieber Inform. Ist ein bisschen mehr Hype drin. Die scheiß blaue Pisse da. Naja, kannst du sagen, immer ein Tafelschwert. Da habe ich lieber einen Inform. Weißt du ja, hier ist wieder nichts. 50-50, wie ich jetzt schon fast gesagt habe. Ah, schade. Ich habe hier so eine Tagesaufgabe abgeschlossen. Okay, das Pack hätte ich mir auch klemmen können. Ich glaube, da können wir rausschneiden hier, den Laden. Das war gar nichts. Team für dieses Wochenende, Freunde, sieht so aus. Wir haben das in dem Stream gebaut. Ja, ist einige Spiele dabei, die wir noch nicht gespielt haben. Ja, also auf den Rodrigo bin ich mega gespannt, wie der in der WL performen wird. Wir haben die Ligen-SBC-Karte gemacht aus der CSL oder was das da für eine Liga da ist. Ihr wisst Bescheid, welche ich meine. Ne? Der hat sich echt gut spielen lassen. Also wirklich, bisher beide. Ich habe Rodrigo und den hier, den Leonardo. Hier, Leonardo da Vinci. Das ist von den Turtles auch der Typ. Ne? Die haben in der Doppelspitze gespielt, die waren echt gut. Die waren wirklich gut beide. Die Frage ist halt immer, wie läuft es in der Weekend League? Ja, auch KK auf der 10 hat mega Spaß gemacht. Also Doppelspitze Rodrigo und Leonardo, 10er KK, De Jong 6 und Vidal und Paulinho auf der 8. Mir gefällt Vidal auf der 8 echt gut. Viele sagen, nein, 6-6, mir gefällt er auf der 8 bisher. Verteidigung haben wir das Ganze hier über die Perfect Links hier geregelt, mehr oder weniger. Zum Beispiel hier jetzt, ja, schreibt mir die bitte wieder rein, Boateng ist nicht voll. Macht mich wahnsinnig, sowas. Könnt auch mal sehr, sehr gerne eure Meinung reinschreiben zu dem Team hier. Ist jetzt nicht krass kreativ, aber auch nicht unkreativ, würde ich jetzt mal finden. Mal gespannt, ja. Wie gesagt, wir haben am Mittwoch gezockt, Team hat mega Spaß gemacht, aber Mittwoch ist immer anderes Gameplay wie am Wochenende. Von daher sage ich danke für eure Aufmerksamkeit, würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Bis gleich im Stream, hoffentlich. Und ansonsten guten Start ins Wochenende. Ich bin raus, macht's gut. Tschüss.